Herbst- und Winterporree pflanzen. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ich habe, wie ihr seht, da ein Porree gekauft, Porree oder Lauch, sagen manche. Ne? Und zwar deshalb, wir haben einen gesät und der ist noch so klein. Also das bringt nichts, dass wir auf den warten. Den können wir zwar irgendwann noch verpflanzen, aber das dauert dann auch, bis man den ernten kann. Ne? Und deswegen habe ich jetzt dann gekauft. Ich habe natürlich wieder geschaut in so einer Schale, da sind ja immer die Einzeln drin, ne? Wird so durchgeschnitten, so wie Würfel, die Erde. Und in manche Würfel waren dann natürlich gleich 4 oder 3 drin, da auch 3, da auch 3. Also es sind immer mehr drin. Hier seht ihr, da sind gleich 4 Stück drin. Und jetzt hat es ja geregnet die letzten Tage, es war kein schönes Wetter und da habe ich jetzt das nicht verpflanzen wollen. Und jetzt gehe ich her und sehe, die Kerstin hat es ja schon gepflanzt, einen Teil davon. Die hat es aber anders gemacht, wie ich den Porree pflanze. Kann man mal gleich unterscheiden und vielleicht dann einmal vergleichen im Winter oder im Herbst. Ne? Ihr seht da, ich tue mal das Netz da weg. Das haben wir drüber wegen der Vögel, wie ich ja die Salatpflanzen. Hm? So. Da am Rand hat sie einen hergepflanzt. Ihr seht es, also da bin ich der Meinung, der hätte tiefer reingehört. Seht ihr das da? Das ist nämlich das Helle, was das Helle noch wird. Hier meine ich fast, naja, es geht, doch es geht. Jetzt wollte ich schon sagen, der ist zu tief, der passt sogar wunderbar. Die Kerstin hat es jetzt so gemacht, ein Porree, der wenn dann wächst, dann häufelt man den einmal an. Das wissen manche gar nicht. Das ist wie bei den Bohnen auch. Da häufelt man an, dann kommen noch mehr Wurzeln. Und beim Porree ist es ja so, wenn man den anhäufelt, dann ist alles, was unter der Erde ist, das wird so ein schöner weißer Porree. Je tiefer das er drin ist, desto schöner wird er. Und das obere Grün ist dann nicht gar so viel. Ne? Also sie macht es dann, wenn jetzt, das ist ja schon angewachsen, ne? Den könnte man sogar schon ein bisschen anhäufeln. Also der Regen hat bei uns alles zusammengehauen, ihr seht es da. Ne? Es hat ja geschüttet, es war ja ein Gewitter, das war sagenhaft. So, darum schaut es jetzt ein bisschen so aus, aber ist nicht so schlimm jetzt. Ne? Also immer wieder da so anhäufeln und wenn dann noch ein wenig weiter wächst, könnt ihr das noch machen. Nur ist es halt... hat es den Nachteil, irgendwann geht es nicht mehr, weil immer wieder die Erde runterfällt. Ne? Und ich mache das jetzt anders, und zwar so, wie es meine Mama immer gemacht hat. Ich werde so eine Rinne sehen, graben, zeige ich gleich. Ich mache so einen kleinen Graben und in den pflanze ich den Porree rein, so circa 8 bis 10 cm tief, also je nach Pflanze, aber da kann man schon 10 cm nehmen, pflanze ich den ein. Und wenn der wächst und es kommt das Weiße ans Licht, dann kann ich das alles in den Graben, die Erde reintun. Und dann kann ich auch noch ein wenig anhäufeln. Also dann kommt nicht mehr viel Erde drauf. Und dann bleibt die Erde auch so drauf. Ne? Und da kann es sein, wenn es je höher der Berg da wird ringsherum und es regnet gescheit, dann schwimmt es das natürlich weg. Ne? Also jetzt gehen wir mal dahin, wo ich das reinpflanzen will. Das ist also die erste Ansicht von der Kerstin. Hast du aber gut gemacht, Kerstin, gell? Danke schön. Muss ich schon sagen, ja. So, auf dem Fleck da werde ich jetzt Porree herpflanzen. Also jetzt muss ich das auch aufhacken. Haben wir schon einmal gemacht, deswegen nehme ich jetzt bloß das kleine Häckle. Ja, das unten ist ja dann schon locker. So. So, dann werde ich einmal den Porree da auseinander, vorsichtig auseinander machen. Ganz schöne Wurzeln. Die Erde kann man ja auch gleich mit da verteilen. So, da muss man aufpassen, ne, weil die Wurzeln sind ja ineinander gewachsen. Möglichst locker, seht ihr das? Wenn die Erde weggeht, dann geht es schön auseinander und man reißt nichts ab. So, ein Porree pflanzt man ungefähr 10 mal 40 cm, aber ich nehme eigentlich immer so 30, das reicht auch noch, denke ich jedenfalls. Also ich mag es halt immer so. Ne? Also 10 cm Abstand daher. Also da bringe ich 4 Reihen her. Also was heißt 4 Reihen? Ja doch. Und dann wieder hier einen. Ne? Gut. Ich habe es auch schon mal ein wenig enger gemacht als 40 oder 30. Hoppala, so, ja, und jetzt mache ich das natürlich so, dass ich jetzt da so einen Graben mache.
So wie auch die, bei den Gurken mache ich es ja auch so. So. Da ist noch ein Ast, den lasse ich noch ein wenig. Da ist wieder ein Farbtupfer drin, ne? Meine Farbtupfer. So, die Erde lasse ich gleich da, dass ich das dann weitermachen kann. So, dann mache ich jetzt da mal ein Loch, damit es so ungefähr, also damit es ungefähr bis hier reingeht. Also alles, was noch hell ist, ne? Das wird schon grün, aber da werde ich da, sieht man es, aber da tue ich auch schon einen Teil mit rein. So. Und natürlich gebe ich in jedes Loch dann meinen organischen Biodünger, aber erst muss ich ihn ein bisschen festmachen, den Porre, der kippt so leichter. So, ein bisschen rum. Und dann noch einmal Erde drauf. So, jetzt kann er stehen bleiben. Und dann habe ich da trotzdem einen Graben. So, dann gebe ich wieder hier das nächste rein. Wieder ungefähr bis da rein. Also so 10 cm sollte man auf jeden Fall machen. Und wenn es ein wenig weiter rauf geht, umso besser. So. So, jetzt habe ich es eingepflanzt. 3 oder 2 Stück habe ich noch übrig. Da suche ich dann einen anderen Platz. Also ich habe jetzt da reingepflanzt, habe dann meinen Biodünger drauf, den organischen Biodünger, den es bei mir im Shop da gibt. Nehme ich ja nur noch den. Und dann habe ich jetzt noch einmal ein bisschen Erde drauf. Ich zeige es nochmal da. Einfach ein paar Dinger rummachen. So, und dann habe ich eben gleich ein bisschen Erde drauf, weil wenn man jetzt dann gießt, die Erde, dann weicht auch der Dünger schneller auf. Ne? Das ist ja ein Sofort- und Langzeitdünger. So, jetzt haben wir es. So, und so lasse ich das jetzt einmal. Also ihr seht, es ist wie ein Graben ein bisschen. Und wenn der jetzt dann wächst und geht raus und dann kommt das Weiße zum Vorschein, dann nehme ich dann da wieder Erde. Hier habe ich auch noch eine, habe schon mal Reserve gemacht überall. Und dann gebe ich das noch einmal rum und dann irgendwann wird es fast ein glattes Beet. Ne? Und da kann man aber dann noch einmal anhäufeln, wenn es nötig ist. So, da hinten habe ich es auch. Ach ja, da muss ich es ja auch noch ein bisschen, habe ja auch den Dünger drauf. So. So, und dann wird es noch angossen und dann kann es wachsen. Und hinter dir in dem Stück habe ich auch noch und da hinten, mit einer anderen Technik, die eingepflanzt, die stehen aber auch ganz gut da, oder? Ja, die stehen gut da. Die stehen sogar sehr gut da, besser wie noch da vorne. Ne? Mhm. Da vorne sind ein paar Einzelne, die nicht so sind. Entweder erholen sie sich oder auch nicht, das macht ja nichts. Vielleicht tun die ja deswegen schon ein wenig mehr Pflanzen rein, ne? In den Becher. Ich bin ja immer froh. So, jetzt hole ich noch ein Wasser, bloß kurz drauf gießen, weil ich habe jetzt auch festgestellt, wie ich jetzt mit der Schaufel da rein bin. Ne? Ungefähr bis hierher war die Erde wirklich nass. Also ganz, ganz gut feucht oder nass halt. Ne? So viel hat es geregnet bei uns da. Und erst danach kommt der trockene Erde. Also ist ganz schön viel Wasser runtergekommen, muss ich sagen. Und ich bin froh, weil jetzt ist einmal alles wieder richtig gegossen. Und sogar die Wiese, die ja eigentlich total trocken ist, ja, da kommen jetzt schon die Helmchen wieder überall raus. Also die Halme, die Grashalme, Helmchen. Ja, gut. Also, wenn euch mein Tipp gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und den Newsletter, aktiviert die Glocke fürs nächste Video und vielleicht könnt ihr mal schreiben, welche Methode ihr habt beim Porripflanzen, wie ihr das macht, das würde mich interessieren. Oder vielleicht hat mancher noch nicht gewusst, dass alles, was in der Luft ist, nicht weiß wird, sondern grün. Ne? Und deswegen muss das auch angehäufelt werden. Also, bis zum nächsten Video dann. Tschüss, eure Gartenmoni. Tschüss.